Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde X4. Wir werden dieses Mal ein wenig, also ja, wenn man da sieht und da sieht, ich habe doch nochmal das Logo geändert. Gladius. Sir. Komm, weg. Wir werden Folgendes machen. Dieses Mal, wir werden einmal den Plot starten, um zu den Boronen zu kommen. Wir werden aber auch nebenbei, zumindest das, was hier auf dem Weg liegt, nochmal eben die Mission für die Terraner fortsetzen. Das machen wir jetzt mal als erstes. Beschleuniger, Asteroidengürtel. Gehen wir mal kurz dahin und setzen mal einen Satelliten aus. Das müsste ja eigentlich auf dem Weg liegen. Mal kurz auf die Map schauen, die ich hier nebenbei wieder auf habe. Gezufune. Ja, ist ein weiter Weg, aber das werde ich schon finden. Ganz schöner Umweg. Hier auf Anhieb jetzt auch tatsächlich keine Abkürzungsmöglichkeit dahin. Selbst es gibt noch einen Weg durch Xenon-Sektoren, da müsste ich aber insgesamt fünf durchfliegen. Überall in diesem Sektor wird es. Oder ich mache das Xenon frei. Da müsste ich aber 1, 2, 3, 4. Und 6. Okay, es sind auch nur 6, aber davon sind auch einige mit einem Highway verbunden. Naja, okay, ich guck mal. Autopilot ausgeschaltet. Schon da, ne? Hat gar nicht aufgepasst. So, ich soll machen. Was? Einen Satelliten aufstellen, aber ich würde dafür tatsächlich noch mal etwas näher an die Station ranfliegen. Tore. So, dann stellen wir mal auf einen erweiterten Satellit. Na, das ist nicht mehr drin, das Tor. Egal. So, wo wollen wir hin?
hier, ne? Autopilot eingeschaltet. Mal sehen, was haben wir hier? Zwei medizinische Notfälle und eine harmlose Kollision in der Andock-Warteschlange. Nichts Außergewöhnliches. Patrouillen zur Unterstützung sind bereits unterwegs. Machen Sie mit Ihrer Aufgabe weiter. Erreiche System. Getsofune. Was wäre denn meine Aufgabe? Noch mehr Satelliten. Natürlich die Frage, was macht der Autopilot gleich hier in der Leere? Da haben wir das schädliche Asteroidenfeld. Gucken, ob der das auch überfliegt oder ob der dann quasi einmal da durchdonnert und dann ist das Schiff hinüber. Mal gucken. System, die Leere. Ich kann das hier schon so leicht erahnen, dieses grün schimmernde. Das scheint ja drüber hinweg zu fliegen, ne? Ich bin gespannt. Wie weit haben wir es noch? In dem ersten ziehen wir dran vorbei. Aber hier. Naja, aber der fliegt so hoch, der wird da auch drüber hinwegfliegen. Über diese Gefahrensituationen. Genau, wenn wir da reinfliegen, dann sind wir gleich automatisch in dem Sektor, von dem wir aus weiter wollen oder müssen. Also uns einen Weg suchen müssen, besser gesagt. Das heißt, wir werden hier die Bahn nehmen, die hier entlang nach Argon Prime und dann nochmal einen weiter. Atticus Entscheidung 1. Von dort aus rüber zum Morningstar, der Morgenstern 3. Dann sind wir auch schon bald da. Wie für eine Mission? Habe ich nicht schon Missionen gegen die? Ja. Habe ich schon. Das würde sich ja anbieten, das dann auch nochmal anzunehmen. Ausgeschaltet. Aber den Heiligen Orden greifen wir jetzt auch noch nicht an. Ganz schlechte Idee, Pilot. Noch mehr?
Gespräche System. Weiter Kontakt. So. Die Frage, jetzt könnten wir natürlich auch... Also das will ich auf jeden Fall machen. Das machen. Nee, nicht das. Das. Damit könnten wir schon mal anfangen, weil das liegt auf dem Weg. Den wir nutzen müssen, ne? Ja. Erreiche System Argon Prime. Genau, haben wir das System auch schon mal entdeckt. Unbekannte Station. Das wollte ich natürlich nicht. Ich will einfach nur hier durch. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Raketenbauteile Fertigung. Argon-Verteidigungsstation. Ja, und jetzt? Jetzt sind wir da. Was genau ich machen soll? Keine Ahnung. Unbekanntes Objekt. Unbekanntes Objekt. Wir müssen auf jeden Fall dadurch. Blindteilefabrik. Wenn wir das andere weitermachen wollen. Gerne mal ein paar Stationen oder so entdecken. Superhighway, unbekannter Sektor. Das Ding müsste eigentlich in einen Xeno-Sektor führen.
Unbekanntes Objekt. Das nach Adäquatentscheidung 3. Quatsch. Das ist Adäquatentscheidung 3. Baulager. Das geht natürlich nicht, dass die Xenon hier was bauen, ne? Da war nicht mehr viel von übrig. SE. Argon Verteidigungsstation. SE. PE. SE. Okay, den lassen wir ziehen. Cerberus. An K. Da kommt ein K. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Okay, bevor irgendwas schief geht. Drei Credits. Ist die K auf mich? Nein. PEB. Ach ja, und hier ist nirgends was zu reparieren oder zum Reparieren. PE. Sprung K. Noch ein K. Zwei Ks. Cerberus K. PE. Drache B. Danke für die Hilfe. Warum sagt der mich jetzt an? Dann wohl. Hier komme ich nicht wirklich voran. Danke für die Hilfe. Hier vielleicht noch mal ein bisschen gucken. Weiß gar nicht, was hier ist. Unbekannte Station.
Die Raumspritbrennerei. Sprungtor, unbekannter Sektor. Auf nach Morgenstern, denke ich. Erreiche System, Morgenstern. Ja. Ist ja eigentlich geradeaus durch das nächste Tor sein. Also das Ding nicht. Das führt nach Morgenstern 4, denke ich mal. Unbekannte Station. Komisch, ich sehe noch nichts, aber es ist auch ein großer Sektor. Unbekanntes Objekt. Oder ist das doch? Nein, eigentlich nicht. Wir fliegen trotzdem mal durch. Aber nein, das ist ja definitiv das Falsche. Noch weiter hier rüber, da ist es doch schon. Wird zumindest den Sektor mal ein bisschen erkundet. Untergang. Da sind wir doch schon. Hier würde man ja im Grunde mit fast jedem anderen Spielstart sozusagen sein Hauptquartier bekommen. Ich hätte mich schon gewundert, dass es mit den Terranern nicht so war, dass direkt hier das Hauptquartier hinspringt. Da hatte ich aber auch den Plot der Terraner noch nicht weitergemacht. Ich wurde bloß irgendwann aufgefordert, quasi den Plot weiter zu machen. Wahrscheinlich nachher da lang.
Leerer Raum. Das Tor. Führt doch eigentlich woanders hin. Das wird ein Split. Naja, jetzt kommt gleich erstmal wieder eine Cutscene sozusagen. Wenn wir dann ankommen. Aber dann kann man auch einen relativ kurzen, nein, also der Plot an sich ist nicht kurz, aber man kann zumindest den Boronen-Plot anfangen und dadurch dann auch endlich mal ein schnelles Schiff bekommen. Relativ zügig, glaube ich sogar. Nicht alles täuscht. Oder hatte man das Schiff von vornherein? Mit den anderen begonnen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kann man da sehr schnelle Schiffe kaufen. Ich freue mich, dass alle es geschafft haben. Entdecker, bitte formieren Sie sich, um die übrigen Teilnehmer zu berücksichtigen. So viele Schiffe. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Bereit, Zeugen von etwas wahrhaft Historischem zu werden. Der terranische Geheimdienst wurde auf eine mögliche Sprungtoraktivität aufmerksam gemacht. Das Interventionskorps wurde angewiesen, eine Bedrohungsanalyse im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf Sol-Territorien vorzunehmen. Wir können die Sicherheit aller nur garantieren, solange die Expedition in der Nähe der Interventionsflotte bleibt. Wir raten jedoch allen, sich von unseren Feuerbögen fernzuhalten. Erstes kennst dort nur auf eine gewisse Aktivität hin. Wir müssen näher heran, um die Situation besser einschätzen zu können. Missionsspezialistin, nähern Sie sich der Gondel des Sprungtors und nehmen Sie Kontakt mit ihr auf, um einen direkten Datenstrom für unser Wissenschaftsteam an Bord zu initialisieren. Bestätigt. Nähern uns dem Sprungtor. Scanner aktiviert. Zugriff auf Gondel. Datenstrom ist initialisiert. Es sieht so aus, als ob... Rückzug! Energie steigt rapide. Kampfstationen. Vorbereiten zum Angreifen. Nichts? Na dann. Interventionskorps, vorbereiten auf das Durchqueren. Die Expedition wird dicht auffolgen. Missionsspezialistin, bleiben Sie hier und richten Sie einen Außenposten ein, um die Koordinaten des Sprungtors vollständig auszulesen. Bin dabei, Sir. Gute Reise, ihr alle. So. Weiter geht's. Erreiche System. Wachsamer Blick. Vorläufige Scans deuten darauf hin, dass dieses System unbewohnt ist. Keine Anzeichen von Boronen oder irgendeiner anderen Art von Leben, biologisch oder künstlich. Das kann nicht stimmen. Sind Sie sicher, dass die Sensoren nicht defekt sind? Es ist so lange her. Ich dachte wirklich, heute wäre der Tag, an dem ich mich endlich wieder mit meinen Flossenverwandten treffen würde. Fassen Sie Mut, Borone im Exil. Sie könnten Ihrer Wiedervereinigung schon einen Schritt näher sein. Entdecker, wir brauchen eine detaillierte Kartierung des Systems. Die Aufgabe liegt in Ihren Händen. Hier gibt es viel zu lernen. Nein.
Gut. Dann suchen wir mal nach dem, ich meine, kaputten boronischen Schiff. Also hier hätte man schon gar nicht mehr weitermachen dürfen, soweit ich weiß, wenn man den terranischen Platten nicht schon so weit gemacht hätte. Lassen Sie uns dieses System kartieren. Die Langstreckenscanner Ihres Schiffs werden bei der Kugel groß. Weiter links ist ja auch noch einer, aber ich glaube, das ist der hier. Auf jeden Fall. Es muss ja die andere Boronin gleich noch kommen. Aussteigen. Die Sensoren Ihres Schiffes registrieren eine schwache Energiesignatur in den Träumern. Ja, genau. Assistent, ich denke, Sie sollten sich passend anziehen und nachforschen. Assistent. Sir. Gladius. Versuchen Sie, die Konsole zu reparieren, um Zugang zu erhalten. Den Anzug könnte ich auch mal verbessern, damit er schneller wird. Als ob die Betreiber nur wenig oder gar keine Zeit zur Reaktion gehabt haben dürften.
Sehr seltsam. Ich werde dies alles an unseren geschätzten Expeditionsleiter weitergeben. Vielleicht kann er mehr Hinweise sammeln. Ich habe allerdings meine Zweifel. Numankaratze? Unser Team bestätigt, dass das Tor von Ketzers Untergang tatsächlich die Koordinaten für das Königszahlsystem enthält. Der Zeitpunkt kann kein Zufall sein, oder? Kurz nachdem wir die Nachricht von den Buronen erhalten haben? Ist es möglich, dass ihre Experimente irgendwie mit der Reinitialisierung des Sprungtors zu tun hatten? Koordinaten und Zeitpunkt sind relevant, aber nicht schlüssig. Tatsache ist, dass dies definitiv nicht Königsdahl ist. Interstellare Botendrohnen sind nicht die schnellste Form der Kommunikation. Wir wissen nicht, was auf der Seite der Buronen seit ihrer letzten Nachricht geschehen ist. Theoretisch ist eine Verbindung zwischen den beiden Toren möglich, aber das ist eben nur eine Theorie. Es könnte durchaus sein, dass die Systeme in der fernen Vergangenheit miteinander verbunden waren. Ja, leider bedeutet eine theoretische Kompatibilität an sich nicht viel. Wenn es einfach wäre, diese Sprungtore zu aktivieren oder umzuprogrammieren, hätte ich diese Herausforderung sicher schon längst gemeistert. Der Split hat Ihnen nicht gerade die Wahl über Ihren Forschungsschwerpunkt gelassen. Könnten das die Buronen sein? Könnten Sie wirklich Sprungtortechnologie entschlüsselt haben? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt wäre jede weitere Hypothese reine Spekulation. Solange wir keine weiteren Beweise haben, halten Sie Ihre Ideen bitte aus der allgemeinen Kommunikation heraus. Wenn Sie Ihre Theorien näher erläutern müssen, können Sie sie gerne schriftlich festhalten. So, gucken wir mal, was wir hier finden. Moment mal! Ich glaube, ich empfange gerade... Mhm. Oh nein, vergessen Sie das. Hier gibt es nichts Interessantes. Die besonderen Bedingungen dieses Systems machen es recht mühsam, genaue Messwerte zu erhalten. Schiff auf Abfangkurs. Dies ist unser erster Kontakt in dem neu eröffneten Sprungtornetzwerk. Wir haben keine Ahnung, wer die sind oder was sie vorhaben. Untersuchen Sie es und nehmen Sie Kontakt auf, wenn möglich. Aber bleiben Sie wachsam. Du meine Güte, Aliens! Bitte haben Sie keine Angst. Piranha. Ich werde sogleich meine Waffen deaktivieren. Seien Sie gegrüßt. Ich freue mich so sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Unglaublich. Endlich haben wir Kontakt zu unseren aquatischen Verbündeten. Bosotar, empfangen Sie das hier. Was sagten Sie? Ein Borone! Wirklich und wahrhaftig! Ein lebender, schwimmfähiger Borone! Täuschen mich meine okulären Sinnesorgane? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Bosotar und kann mich kaum an ein anderes boronisches Gesicht erinnern. So lange bin ich schon von meinem Volk getrennt. Ich könnte ein ganzes Jahr damit verbringen, Ihnen Fragen zu stellen. Würden Sie sich bitte erbarmen, man kann Sie ja immerhin da sitzen sehen. Mit mir zu teilen? Oder schweben. Ich bin Ila T, eine außergewöhnliche Abenteurerin. Ich wäre entzückt, Zeit mit Ihnen zu verbringen. Als ernannter Delegierter des Bündnisses geworden, gestatten Sie mir, dass ich Sie und Ihr Volk grüße. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Ila T. Ich bin zwar nicht in offizieller Funktion tätig, aber es ist großartig, tatsächliche Personen von jenseits des nicht verbundenen Sprungtores zu sehen. Wie sind Sie hierher gekommen? Hat sich ein Sprungtor wieder geöffnet? Sind wir wieder verbunden? Oh, ich wusste, dass es irgendwann passieren musste. Welch frohe Kunde! In der Tat, eine denkwürdige Nachricht.
Auch wenn es uns keineswegs klar ist, wie es dazu gekommen ist, es gab Spekulationen, dass die Boronen eine Reinitialisierung des Sprungtors ausgelöst haben. Nachrichten von ihren Wissenschaftlern deuteten darauf hin, dass sie an einer solchen Aufgabe arbeiteten. Bitte, können Sie uns den Weg nach Königsthal weisen? Sie stehen in Kontakt mit Königsthal? Das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Es ist Jahrzehnte her, dass wir abgeschnitten wurden. In all dieser Zeit haben wir nichts von dort gehört. Die Trennung der Verbindung mit Nishala war für uns alle unbeschreiblich schmerzlich. Mein System befindet sich in tiefem Aufruhr. Ich... Nach all den Jahren einen Boronen zu treffen, ist eine unbändige Freude. Aber festzustellen, dass auch Sie von der Heimatwelt abgeschnitten sind, ist ein Jammer. Mehr als Sie ahnen, Busota. Wir alle haben diesen Verlust sehr betrauert. Aber wie regieren Sie sich ohne Zugang zu Königsthal, Ihrer Königin und dem Parlament? Nach der Trennung gab es eine Zeit des Chaos, bis ein königlicher Vogt ernannt wurde. Ich habe mit ihm zu tun gehabt. Es wäre mir ein Vergnügen und eine Freude, Sie einander vorzustellen. Wir müssen uns sputen. Es gibt viel mit Ihrer Führung zu besprechen. Folgt mir, Ihr Kavalkade neugieriger Kreaturen. Eine boronische Gesellschaft, die nicht von einer Königin geführt wird? Das ist etwas schwer vorstellbar. In der Tat, Busota. Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus verstehen Sie den Schmerz der Trennung. Ich bezweifle, dass andere Spezies die biologische Tiefe unserer harmonischen gesellschaftlichen Verflechtung zu schätzen wissen. Es war schlimmer, als es nun ist. Früher war es so, dass alle unsere Systeme isoliert waren. Getrennt, nicht nur von Königsthal, der Königin und der Heimatwelt Nishala, sondern auch voneinander. Glücklicherweise haben sich mehrere unserer Systeme schließlich wieder miteinander verbunden. Oh, so aber keines davon erhielt eine Nachricht Weg, aus ich der jetzt Heimat. Gerade. Eine Reorganisation wurde notwendig. Die treibenden Provinzen, wie wir uns selbst bezeichnen, waren immer nur als vorübergehende Einrichtung gedacht. Aber unter dem königlichen Vogt haben sie sich zu einem umfassenden Regierungsorgan entwickelt. Doch einige von uns haben Königsthal nie verloren gegeben. Ihre Kommunikation mit der Heimatwelt ist in höchstem Maße bedeutsam. Keine Seele in diesen Systemen hat je einen Beweis dafür gefunden, dass Königsthal überhaupt noch existiert. Wie läuft der Bau hier eigentlich? Gar nicht. Weil das noch fehlt. Fehlt Geld? Ne, Geld haben wir. Computronik-Substrat brauchen wir noch. So war wohl ein Asteroid. Unbekanntes Objekt. Ja, wenigstens sind wir gleich bei den Boronen angekommen. Wir haben natürlich gar kein Geld, um das andere Schiff zu kaufen, wenn man das doch nicht gleich bekommt. Ich weiß es aber nicht mehr. Du meine Güte!
Ein Schiff aus terranischer Fertigung. Das zeigt doch sicherlich, dass unsere Berichte korrekt sind. Das einst ruhende Sprungtor hat tatsächlich seine Funktion wieder aufgenommen und unsere Provinz mit unseren Verbündeten von ehedem in Verbindung gebracht. Erkennen Sie, was das bedeutet? Alle Ressourcen der Gemeinschaft der Planeten sind zum Greifen nah. Endlich. Endlich eine Chance, die Knappheit zu beenden. Erhöhen Sie das Tempo. Ich muss Sie vorwarnen. Die treibenden Provinzen sind nicht gerade mit dem Luxus des alten Königreichs überschwemmt. Der Schmerz der Trennung war und ist ungebrochen konstant. Aber auch unsere Wirtschaft hat gelitten. Der Mangel an lebenswichtigen Gütern sitzt tief und ist einschneidend. Die Wiederverbindung mit dem Netzwerk könnte zumindest einige dieser Probleme lindern. Irania. Denn jetzt? Verteidigungsplattform der Boronen. Irania. Warum fliegt die denn jetzt so doof durch die Gegend? Bring mich zu deinen Anführern. Verteidigungsplattform der Boronen. So wie ich den jetzt selber. Okay. Lila T, Sie bringen uns Gäste, Außenseiter und noch dazu mit einer Flotte. Was haben Sie so angestellt in letzter Zeit? Mehr als das, verehrter königlicher Vogt. Ich bringe verheißungsvolle Neuigkeiten. Die Flotte. Diese von einem Paraniden geführte Flotte. Sie kam aus dem ruhenden Sprungtor in wachsamer Blick. Sie haben mit Königsthal kommuniziert. Sie haben kein Sprungtor nach Königsthal. Aber sie haben Kommunikation. Wir sind endlich wieder mit dem Netzwerk verbunden. Du meine Güte. Die Delegation bittet um eine Audienz. Dürfte ich... Ja, natürlich. Selbstredend. Es gibt so viel zu besprechen. So viel zu bedenken. Mein verehrter königlicher Vogt, dürfte ich mit Verlaub die Delegation begleiten? Ich bin mir sicher, Sie haben andere Dinge zu tun. Diplomatie hält schließlich nicht den gleichen Nervenkitzel wie Erkundung bereit, nicht wahr? Bitte, verehrter königlicher Vogt, mit Verlaub. Selbstverständlich, Nila T. Begleiten Sie die Delegation auf jeden Fall. Entdecker, Sie haben sich bisher sehr nützlich gemacht. Ich beauftrage Sie, uns zu einem Treffen mit dem königlichen Vogt zu begleiten. Ich könnte Ihr Wissen vielleicht gebrauchen. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Sie haben zweifellos Eindruck auf den Kommandanten der Expedition gemacht. Ich spüre, dass Sie immer mehr den Mittelpunkt seiner Pläne rücken. Schließen Sie sich der Delegation an. Beobachten Sie diesen königlichen Vogt. Ich muss mich um einige Experimente kümmern, aber ich werde Sie im Auge behalten. Das ist natürlich erstmal ein Plot, der sehr, sehr viel Blabla. Dass ich
das noch erlebe? Mit sich bringt. Ein perfektes Gleichgewicht von Funktion und Ergonomie. Und mit einem solchen Flair. Mein derzeitiger Aufenthaltsort ist im Vergleich geradezu armselig. Ja. Mein Ropalium explodiert förmlich geradezu vor Freude, geschätzte Besucher willkommen zu heißen. Dieser historische Anlass ist der erste seiner Art. Ich bin Leda W., königlicher Vogt der treibenden Provinzen. Im Namen Ihrer Majestät, der Königin, und als Ihr treuer Diener ist es mir eine ausgesprochen große Freude, einen Abgesandten des Paranidischen Reiches begrüßen zu dürfen. Und ich bestehe unbedingt darauf, dass Sie mich auf eine informellere Tour begleiten, sobald das Tagesgeschäft erledigt sein wird. Hochgeschätzter königlicher Fotleder W., danken Ihnen für Ihren höchst freundlichen Empfang. Sie müssen mir vergeben. Ich, Numan Kareth, bin kein Abgesandter des Gottesreichs. Ich vertrete das Bündnis der Worte, ein diplomatisches Forum und eine wissenschaftliche Organisation, die von verschiedenen Rassen des Netzwerks getragen wird. Meine Güte, meine Güte. Aber haben Sie denn Patentbriefe vom Gottesreich? Die treibenden Provinzen sind in arger Bedrängnis. Wir müssen Konditionen bezüglich einer Unterstützung aushandeln. Ich möchte noch einmal betonen, ich spreche nicht für die paranidischen Autoritäten. Doch wir bringen Nachrichten, die Freude auslösen könnten. Wir stehen im Kontakt mit Königsthal. Es ist eine beschränkte, labile Kommunikation. Aber dennoch Kommunikation. Vor einigen Monaten erhielten wir Nachricht von Ihrer Heimatwelt. Es war ermutigend zu entdecken, dass das Herz der boronischen Welt die Sprungtorabschaltung überlebt hat. Und von dem ehrgeizigsten Projekt jener Boronen zu erfahren. Ihre gesamten wissenschaftlichen Ressourcen sind darauf ausgerichtet, die Sprungtortechnologie zu verstehen und zu beeinflussen. Wir bitten demütig um Ihre Erlaubnis, die ruhenden Sprungtore in Ihrem Hoheitsgebiet untersuchen zu dürfen und einen wissenschaftlichen Außenposten in der Region einzurichten zu dürfen, falls nötig. Es gibt so viele Implikationen zu bedenken. Dies ist wirklich monumental. Ich fürchte, ich muss Ihre Bitte leider zurückweisen. Vorerst. Wir dürfen nicht überstürzt handeln. Bei den glitzernden Wassern von Nishala. Ich verstehe nicht. Wir bitten Sie um nichts weiter als um Ihre Erlaubnis. Wir möchten auf keinen Fall Ihre Ressourcen strapazieren. Leda W., Sie versuchen uns mit Königsthal zu verbinden. Sie haben Kommunikation. Nila T., diese Besessenheit, die Heimat zu finden, ist ganz die ihrige. Sie ihrerseits mögen sicher den Luxus leisten können, auf der Suche nach Wundern durch die Galaxie zu gondeln. Aber ich hingegen, ich trage Verantwortung. Ich habe das Wohlergehen von Milliarden von Seelen zu berücksichtigen. Unsere Gäste haben bereits deutlich zu verstehen gegeben, dass das äußere Sprungtor-Netzwerk mit all seinen Ressourcen wohlgemerkt nicht in der Lage war, eine Verbindung zu unserer Heimatwelt herzustellen. Die Priorität zu diesem Zeitpunkt und bei diesem Stand der Dinge ist das Wohlergehen unseres Volkes. Und davon werde ich mich keinesfalls abbringen lassen. Verehrter Gastgeber, wir werden natürlich die Kommunikation mit den Regierungen des Sprungtor-Netzwerks beschleunigen. Ich bin sicher, dass gerade in diesem Moment Abgesandte ihre Vorbereitungen treffen. Doch... wenn wir einfach... Genug davon, bitte. Ich verstehe Ihr Anliegen, aber ich glaube nicht, dass Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Bitte haben Sie Geduld. Aber für den Moment ist die Angelegenheit damit geklärt. Ungeheuerlich! Die Regierung der boronischen Königin selbst setzt alles daran, die Verbindung wiederherzustellen. Und Sie lehnen es ab, dies zu unterstützen? Was für eine Art von königlichem Vogt sind Sie? Bitte. Mit dem Austausch von Beleidigungen ist niemandem gedient. Das ist absurd. Unsere Arbeit ist von größter Bedeutung. Ihre Halsstarrigkeit ist mir unbegreiflich. Ich werde aufbrechen. Auf dem Weg zum Dock. Warte auf Abholung. So, dann wollen wir mal sicherlich besser laufen, die Wogen glätten. Aber vielleicht ist noch nicht alles verloren. Erstmal mit ihm. Ah, die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde.
Ich bedauere meine Haltung bei unserem Treffen. Sie müssen wissen, ich habe bereits seit Jahrzehnten keine diplomatische Veranstaltung mehr ausgerichtet. Bedauerlicherweise bin ich es einfach nicht gewohnt, mit jemand anderem als mit Boronen zu kommunizieren. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir Boronen tauschen uns untereinander aus und verlassen uns dabei auf komplexe Strukturen von Pheromonen, nicht nur auf bloße Worte. Es gab so viel zu kommunizieren, so viel zu sinnieren. Doch die Worte vermittelten nicht, was ich meinte. Sie müssen sich das bitte so vorstellen, als malten Sie einen Ozean, hätten aber nur eine einzige Schattierung von Blau, um dies zu tun. Sie haben natürlich recht. Es ist nie verkehrt, nach einem gemeinsamen Nenner zu suchen. Es ist mir peinlich, gestehen zu müssen, dass unsere defensiven Fähigkeiten beklagenswert unzureichend sind. Das ist beschämend. Unsere Wirtschaft ist so zerrüttet, dass wir nur mit Mühe etwas Größeres als vielleicht eine Fregatte bauen können. Wir können nicht einmal eine vollwertige Schiffswerft finanzieren und betreiben. Ein halbes Jahrhundert lang waren wir Boronen isoliert und hatten kaum Bedarf an einem umfassenden Militär. Ich fürchte, dass wir auf die Myriaden von Gefahren, die jenseits des Tores lauern, gänzlich unvorbereitet sind. Und sollten sich die wertvolle Ausrüstung und die vom Bündnis der Worte vorgeschlagenen Einrichtungen herumsprechen? Es wäre so, als würden wir uns selbst eine Zielscheibe für alle ruchlosen Akteure in der Nähe aufmalen. Einen Moment. Ich habe sogar gerade in diesem Augenblick Nachricht über Übergriffe der Split erhalten. Wenn wir etwas Wertvolles zu plündern hätten, würden wir nicht über Scharmützel diskutieren. Sie würden in Horden über uns herfallen. Von Zeit zu Zeit verbringe ich meine wachen Nächte damit, über genau diese Frage nachzudenken. Es wäre irreführend, die Schuld für all unser Elend auf die große Sprungtorabschaltung zu schieben. Tatsächlich war es so. Als wir das erste Mal aus dem größeren Netzwerk gerissen wurden, blieb die große Mehrheit unserer boronischen Systeme untereinander verbunden. Abgeschirmt von äußeren Bedrohungen begann ein neues Zeitalter der Reflexion und des wissenschaftlichen Schaffens. Und während diese Friedenszeit den Wohlstand von Königsthal zu fabelhaften neuen Höhen führte, waren wir nicht selbstgefällig. Im gesamten Königinnenreich wurden Ressourcen bevorratet. Eine vorbeugende Maßnahme. Oh, wir glaubten, wir seien vorbereitet. Doch in Wahrheit waren wir weit davon entfernt. Wir Boronen sind von Natur aus miteinander verbunden, verstehen Sie? Wir gedeihen in einer Art kollektiver, angeborener Affinität. Als diese Verbindung getrennt wurde, fand sich jetzt gesprungen. Ja. Ihr Expeditionsleiter schien kaum in der Stimmung. Ich kann mir nicht... Assistent? Kürze das mal ein bisschen. Hilft es Ihnen bei Ihrer Lösungsfindung, wenn Sie... Noch ein bisschen viel Blabla. Hat festgestellt, dass dieses System keine Bedrohung für die Bürger von Sol oder das größere Netzwerk darstellt. Unser Befehl lautet, eine strategisch wichtigere Position anzusteuern. Trotzdem... wachsam bleiben. Niemand von uns weiß, was da draußen lauern könnte. Es tut mir so leid, dass du diese peinlich unharmonische Vorführung miterleben musstest. Leda W. und ich sind... Warum ist die jetzt im Minus? Ich glaube, er hat Angst zu versagen. Auf ihm lasten die Erwartungen aller Provinzen. Er möchte, dass alle in Sicherheit sind. Ich nicht. Ja, voller Gefahren. Die Provinz. Also, wir haben alle. Ich, wie du dir vorstellen kannst, bleibt die Situation. Wie gesagt, ich kürze das mal eben ein bisschen ab. Es mich an, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Damit sich unsere Leute. Der Vogt und ich hatten in der Vergangenheit unsere Differenzen. Aber ich habe keine Ahnung, dass wir so stur sein würden.
Kälte begreift, er verweigert seine Zustimmung. Wir machen notfalls auch ohne. Warum, Chef? Ich muss den Kopf frei bekommen. Von der boniert er. Ich kann vielleicht eine Wiedervereinigung mit Königsthal würde unweigerlich dazu führen, dass er Macht und Ansehen aufgeben müsste. Er ist das Bündnis der Worte ist sicherlich bereit, ihm zu. Nun, wir können außerdem das wird die Sitzung. Nehmen Sie das in die Hand. Gehen Sie zu den Narren. Vielleicht können Sie ihn umstimmen. Ja, ich kann vielleicht eine Wiedervereinigung mit Königsthal. So, und dann habe ich, glaube ich, alle. Alle Informationen, die ich brauche. Die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde. Ihr löbliches Engagement für den Frieden ist ebenso wild. Das Bündnis der Worte ist für seinen Respekt vor unseren friedlichen Wegen zu belobigen. Nun ja. Ich muss sagen, ich bin wirklich zutiefst beruhigt. Und noch einmal, bitte nehmen Sie meine tief empfundene Entschuldigung für unser früheres Missverständnis an. Offensichtlich liegen unsere Werte auf einer vielversprechenden Wellenlänge. Ich bin zuversichtlich, dass Sie dafür sorgen werden, dass meinen Schützlingen kein Leid widerfährt. Bitte, fahren Sie fort. Mit meinem Segen und der Unterstützung meines Volkes für den Erfolg ihrer historischen Mission. Nachdem das Tor in wachsamer Blick reaktiviert wurde, verbleiben unseres Wissens nur noch 3 weitere ruhende Tore im Raum der Provinzen. Eines befindet sich in Meer der Fantasie, ein weiteres in Karge Küste. Das letzte wurde von Spähern in Heimat der Dunkelheit entdeckt. Wenn Heimat der Dunkelheit wie eine Vorahnung klingt, werden Sie den Namen vielleicht als passend empfinden. Dort gibt es einen erheblichen Ka'ak-Befall. Egit! Schon wenn ich den Namen ausspreche, kribbeln meine Flossen. Doch ich muss in dieser Sache festbleiben. Lassen Sie sich unter keinen Umständen mit den Ka'ak ein. Unter gar keinen. Jede Interaktion mit ihnen führt zu einem horrenden Konflikt. Sie haben unser Wort, Lederweh. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um unangemessene Provokationen zu vermeiden. Vielen Dank. Und dürfte ich Ihnen ein Geschenk darreichen? Wir haben für Sie ein Kampfschiff vorbereitet. Ein bescheidenes Geschenk, aber es kann Ihnen hoffentlich in den kommenden Zeiten von Nutzen sein. Wir sind Ihnen zutiefst dankbar. Sie waren ein vorbildlicher Gastgeber. Herr Dicker, Sie haben gut daran getan, uns den Zugang zu sichern, damit wir unsere Mission fortsetzen können. Bitte betrachten Sie das Speerschiff als das Ihre. Möge es Ihnen gute Dienste leisten. Da ist sie ja. Die Marco. Marco. Wir müssen die ruhenden Tore untersuchen, um den nächsten Schritt unserer Expedition zu gestalten. Mir ist das Tor in Meer der Fantasie bereits bekannt. Wenn du mir die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellst und mir ein paar Hinweise gibst, was genau ich tun soll, wäre es mir eine große Freude, dir zu helfen. Ausgezeichnet. Das Bündnis wird karge Küste untersuchen. Bleibt nur noch die Frage nach dem letzten Sprungtor, dessen Lage etwas prekär ist. Herr Dicker, Sie haben sich bislang ausgezeichnet bewährt. Setzen Sie diesen neuen Jäger, den Sie da haben, gut ein und finden Sie Heimat der Dunkelheit. Es scheint, dass Sie für diese Aufgabe am besten geeignet sind. Jo. Dann docken wir mal ab. In denen ich davon träumte, mit meinen boronischen Artgenossen wieder vereint zu werden, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sie in solch dürftigen Lebensumständen zu sehen. Ich weiß, dass das Bündnis Kommunikationen von Königsthal deutlich schneller. Aber diese wurden schon vor Jahrzehnten abgeschickt. Sehr schön. Hoffentlich ist es ihnen besser ergangen als den Boronen. Ich bin
gespannt auf den Inhalt Ihrer Nachricht. Wie viel genau von Ihren vorläufigen Erkenntnissen haben Sie wohl mit Ihren Kollegen vom Bündnis geteilt? Wenn wir erst einmal Zugang zu den Daten der beiden Sprungtore haben, will das Bündnis vielleicht wirklich auch von unserer Seite aus Experimente durchführen. Der Versuch, Sprungtore zu manipulieren, wäre ein unglaublich aufwendiges Unterfangen. Dennoch scheint es an... Kann ich helfen? Bestätigt. Gut. Würde ich sagen, das Ding verkaufen wir. Für 1 Million. So, damit haben wir uns die Marco geholt, die halt deutlich schneller ist. Und wir haben jetzt nochmal ein bisschen Geld, mit dem wir gegebenenfalls zum Beispiel hier, da war wir sind da. Ich guck mal eben nach einem Transporter. Müsste eigentlich gehen. Wenn ich mir hier einen kaufen würde, das wäre wahrscheinlich teurer, ne? Ja. Den könnte ich mir voraussichtlich schon wieder nicht leisten. Obwohl, wenn ich... die günstigen Sachen nur nehme... Das Captain. Würde reichen, wäre ich wieder pleite. Kaufen wir tatsächlich. So, wenn der fertig ist, geht der über an diese Station zum Handeln. Ich kann mal gucken, was hat denn der noch für... Er hat nur den Schürfer und den Baldrick. Okay. Ist der hier noch? Naja. Egal. Warte mal. Was fehlt uns hier noch? Computronik-Substrat. Verkauft das hier irgendjemand von denen, die ich sehe? Ja. Der. Und der. Das bedeutet, der hier. Darf erstmal hier rüber. Und wird dann da handeln, sobald ich wieder Geld habe. So, das machen wir aber jetzt nicht mehr in dieser Folge.
Ich denke, das reicht erstmal. Wir haben die Boronen gefunden. Und wir haben uns ein deutlich schnelleres Schiff dadurch ergattern können. Und genau, eigentlich haben wir den Auftrag, jetzt hier rauszufliegen zu den Ka'ak. Ob ich das wirklich will, weiß ich nicht. Es wäre immer noch einfach, das heißt, es ist wahrscheinlich erstmal einfach nur gucken, wo die sitzen. Vielleicht mache ich das einfach, weil das ja eben schön in dem dran ist. Und ansonsten geht es das nächste Mal darum, eher wieder Geld zu verdienen. Da haben wir hier den einen oder anderen Auftrag ja noch, den wir machen könnten. Und ein ganz paar sind ja auch mit ein wenig Geld verbunden. Na gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger in Moderat. Aber man kann das ja mal testen. Speichert einfach vorher. Und dann gucken wir mal, ob wir fast eine 500.000 verdienen können. Jetzt gleich ist hier die Yaki. Ich weiß gar nicht, wo die Yaki sitzen. Hier ein gewisses Gebiet, nö. Keine Ahnung. Und wir könnten natürlich auch noch die Split aufsuchen. Die müssten wir eigentlich auch, so überlege ich gerade, genau von hier entdecken können. Einmal hier hoch. Jo, wie gesagt, das dann beim nächsten Mal und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.